Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Bildet-Projekt, meine lieben Freunde. Ja, und ich versuche jetzt hier noch ganz schnell die Steine zu verkaufen und dann zum Feld zu fahren. Und ja. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Hoffentlich kriege ich das Geld, ey. Komm schon, mach. Bitte, 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 bitte. Ja! Ist zwar nicht viel, aber trotzdem. Gratis Geld, Leute. $563. Das sind die Ausleihgebühren. So. Ja, Dollar, Euro. Mein Gott, ich spiele zu viel GTA. So. Jetzt schnell zum Feld, damit er abtanken kann. Dann kann ich wahrscheinlich direkt schon wieder losfahren. Kein Meter Gras gesammelt, ey. Bin da, bin da. Das ist ja herrlich. Ja. Aber ich habe da mal einen Vorschlag, ne? Ja. Das Feld ist ja was größer. Ja. Du hast doch letztens, haben wir doch alle, wie ich da bei dir die Felder auch mit fertig gemacht habe, gut mit den Herrn Schneegans zusammengearbeitet, ne? Ja. Hat der nicht auch noch so eine Krampe? Vielleicht hat er noch gerade einen Angestellten frei, der mit seinem Trecker hier mal eben herschicken kann, damit er die Krampemulde hier abstellen kann. Dann habe ich zwei Stücke stehen. Dann brauchst du nicht die ganze Zeit hin und her fahren. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Ich rufe ihn mal an. Alles klar. Das ist eine wirklich gute Idee. Schneegans, hallo? Ja, moin Schneegans, ich bin's, hi. Hi. Du, sag mal, hast du so eine Krampemuhle? Ja. Kann ich mir die ausleihen? Oder brauchst du die gerade? Ich bin bei mir Feld 71 Steine am Sammeln. Und ich fahre hier die ganze Zeit nur hin und her, weil das Feld ja so riesig ist und ja, er fährt drei Bahnen, dann ist er voll, ne? Du meinst den kleinen Mulde? Ja, genau, die kleine. Ja, die habe ich. Wie machen wir das denn? Ja, die schicke ich dir gleich runter. Das wäre super, ja. Ich schicke dir nämlich auch gerade noch einen anderen runter, der das Getreide holen soll. Ach so, ja. Okay. Ja. Aber dann schicke ich die beide zu dir runter. Dann kommt einer mit der Krampemulde, der fährt dann leer wieder hoch und der andere... Dann länger mit. Kannst du den vielleicht direkt zu der 71 fahren lassen? Ja, kann ich machen. Das wäre super. Und den anderen zu deinem Hof, ne? Ja, genau. Nee, okay, dann den 171, ja, mach ich so. Alles klar, vielen lieben Dank, das ist sehr lieb von dir. Ja, kein Ding. Alles klar, tschüss. Bis dann. Oh, super. Finn, Anhänger kommen von Schneegans. Ja, sauer. Dann schafft er doch noch ein bisschen was. Genau. So, und ich werde jetzt das schöne Gras sammeln gehen. So, fangen wir mit dem großen Feld an. Gedüngt ist es ja Gott sei Dank schon.
würde ich den ersten Anhänger jetzt erstmal da unten reinschmeißen. Bei den Schafen. Den Spulen. Den Rest bringe ich erstmal ins Lager. Jo, Althaus. Ja. Du welche? 71? Ja. Okay, alles klar. Bis dann. Alles klar, danke. Wie Helfer C manuell gestoppt? Wer stoppt denn immer meine... Ach, ich verstehe das nicht. Jetzt setzen wir den direkt hier drauf, lassen den hier fahren. So. So.
So, so, so. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Wasser hatte ich ja schon aufgefüllt. Die Hühner bekommen hier, die Schafe bekommen jetzt Gras. Ja, wir spulen jetzt gleich. Dann würde ich lieber nochmal eben meine Kühe auffüllen, damit die bloß nicht leer laufen, damit die ganze Zeit weiter Milch produziert wird und so. Deswegen. Und einfach besser. Hallo? Ja, schnell ganz hallo. Moin. Aber hattest du nicht gesagt, du hast irgendwie Getreide oder so? Ja. 3.800 Liter. Wie viel? Weizen. 3.800. Nee, ich hab 22.000 eigentlich. Ja, dann zählt er das wahrscheinlich mit, was in deinem Hühnerstall ist oder so. Oder hast du zwei Silos? Also ich hab zwei Silos, ja. Also welches Silo stehst du? Ich stehe am unteren bei den Gewächshäusern. Da habe ich jetzt 3.800 rausgeholt. Guck mal eben, ob dann da oben noch was drin ist. Aber laut meiner Liste sind 22.000 drin bei mir. Wie viel kann ich da mitnehmen? Auf was kannst du verzichten? Wenn du 10.000, damit ich noch 10.000 habe, die ich dann jetzt gleich da reinschmeiße, bevor die Nacht da beginnt. Okay. Dann ja, warte mal, wie viel hast du jetzt noch? Kannst du mal gucken? 15.000 habe ich jetzt noch. Und jetzt 10, ne? Ja, 8.000, aber passt. Ah! Na warte, dann lasse ich dir noch 2. Nee, nee, passt. Ich habe hier gerade bei meinen Hühnern. Oh, ich häng. Ja, das würde aber passen. Kann hier gar nicht abkippen. Oh Mann. Dann soll ich dir noch 2 reinkippen? Ja, nein, passt. Nimm mit, reicht, ist gut. Okay. Sicher. Ja, so, wirklich sicher. Du hilfst mir auch die ganze Zeit. Wieder. Passt, alles super. Okay, dann bedanke ich mich. Dann schicke ich den mal weg. Brauchst du die Walze noch? Jetzt gerade erstmal nicht, nee. Ja, weil dann würde ich die, weil ich lasse ja die Mulde eh hier unten, da würde ich die Walze mit hochnehmen. Ja, ja. Weil morgen früh brauche ich die. Ja. Super. Dann vielen Dank. Ja, kein Problem. Bis dann. Bis dann. So. Das heißt, ich muss nachher beim nächsten auf jeden Fall ein Feld mit Weizen ansehen für meine Hühner. Bank leer. Oh nee. Fahrzeug einsteigen. Nee. So. Zack. Setzen. Erstmal hier schön zu mir am Hof. Zack. Dann. Voll. Wunderbar.
So, dann sind die Kühe jetzt auch erstmal voll. Mein Arm schläft ein, was ist denn jetzt los? So. Ob das hier auch so ist, wenn die Hühner, wenn die Kühe, geworfen haben, dass sie dann mehr Milch geben, wie damals beim Farmmanager bei Season. Ich glaube fast nicht, ne? Da kommt endlich mein Traktor. So, jetzt mal schnell abkippen hier, dann haben wir das nämlich auch schon. Zack. Hallo? Perfekt. Ist mein Helfer jetzt da? Da ist er. Wollen wir direkt mal zack, zack, das haben wir. Wunderbar, läuft auch. Ab in den Deutz und weiter sammeln. So. Tiere versorgt, alles versorgt, wunderbar, passt. Schnell aufs Feld. Weitermachen. Was macht er denn jetzt da?
So. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.